Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz, ganz herzlich begrüßen zum Studium Generale unter dem Motto Energiewende, Möglichkeiten und Grenzen. Ich darf Sie begrüßen hier in unserem schönen Senatssaal, der eigentlich ausgebucht war, aber jetzt doch nicht ganz voll besetzt ist, aber deutlich über 150 Anmeldungen im Online-Bereich. Sie grüße ich ganz besonders. Heiße Sie alle willkommen an der Hochschule Esslingen. Mein Name ist Christoph Wolfmeier, ich bin Rektor der Hochschule hier und mir obliegt heute das Privileg, Sie nicht nur zu begrüßen, sondern auch ins Thema einzuleiten. Studium Generale, meine Damen und Herren, was bedeutet es für die Hochschule? Wir öffnen die Türen für die Bürgerschaft in unserem Umfeld, in Esslingen, in Göppingen. Und die Hybridveranstaltung ermöglicht natürlich auch den Radius wesentlich größer zu ziehen ins weitere Umfeld. Und ich freue mich über Ihre Teilnahme. Das Studium Generale greift Fragestellungen auf der Gesellschaft, die die Bevölkerung bewegen. Natürlich ruhend auf den Säulen Technik, Wirtschaft und Soziales, passend zu unserer Hochschule, und die Themen reflektieren an ethischen, auch an sozialen Hintergründen. Das Studium Generale will informieren, zum Nachdenken anregen, und wie ich meine, das Ziel ist am besten erreicht, wenn wir es schaffen, bei Menschen einen fixierten Standpunkt zu verändern. Wie machen wir das? Wir laden prominente Referentinnen und Referenten ein, heute den Oberbürgermeister der Stadt Esslingen, Matthias Klopfer. Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen in unserer Runde und wir freuen uns sehr über Ihren Bericht, über ein hochaktuelles Thema, Best Practice, Energiewende am Beispiel der Stadt Esslingen, wobei Best Practice natürlich den Anspruch schon mal gleich relativ hoch hängt. Vorweg, bevor wir uns dem Thema nähern, möchte ich Dank aussprechen an die Förderer unseres Studium Generale, die Gips Schüle Stiftung, die Friedrich Naumann Stiftung, die sehr nachhaltig diese Veranstaltung unterstützt, die Stiftung der Kreissparkasse und weitere Organisationen, die sich bündeln in der Bildungsstiftung der Hochschule Esslingen. Klimawandel und Energiewende, Wärmewende, das sind Themen, die momentan in unserer Gesellschaft sehr hitzig diskutiert werden, auch hervorgerufen durch politische Impulse. Und trotzdem möchte ich an der Stelle betonen, ich denke, klar denkende Menschen können den Klimawandel nicht leugnen, der ist da. Und Industriegesellschaften wie die unsrige profitiert vom Verbrauch fossiler Energieträger. Ich denke auch, wir alle, so wie wir hier sitzen. Um das etwas zu rahmen, im Makrokosmos habe ich mich umgesehen beim Bundesverband für Energie und Wasserwirtschaft Berlin und beim allseits anerkannten Institut Statista, eine Online-Plattform in Hamburg, und möchte daraus ein klein wenig Zahlen zitieren. Im internationalen Vergleich hat die Bundesrepublik Deutschland eine Primärenergiekonsumation von knapp über 2%. Davon entfallen gerundet 35% Stand heute auf Erdöl, 25% auf Erdgas, Tendenz eher fallend, Stein- und Braunkohle je ca. 10%, ich fürchte Tendenz eher steigend momentan, und wohlwollende 20% aufgrund erneuerbarer Energien wie Photovoltaik, Wind und Wasserkraft. Wenn wir den Vergleich herunterbrechen auf pro Kopf, pro Bundesbürger, verbraucht ein Bundesbürger etwa die Hälfte eines amerikanischen Staatsbürgers und etwa 5-mal mehr als ein albanischer Staatsbürger. Ein paar bemerkenswerte Fakten, meine Damen und Herren. In 2022 hatten wir den niedrigsten Energieverbrauch in der Bundesrepublik seit der Wende, seit 1989. Dabei sind wir drittgrößte Exportnation nach China und den Vereinigten Staaten.
Und was ich besonders bemerkenswert finde, allein die Sonne wirft 1,5 mal 10 hoch 18 Kilowattstunden Energie pro Jahr auf unsere Erde. Eine Zahl 1,5 mal 10 hoch 18, das kann man sich gar nicht so wirklich vorstellen. Das ist eine Quintillion. Ich glaube, das ist nicht sehr umgänglich. Mit Terawatt, mit der Zahl Terawatt kann man noch grob umgehen. Das ist eine Billion Terawatt, immer noch 10 hoch 12. Unzweifelhaft, unsere Gesellschaft muss handeln in Richtung erneuerbare Energien. Und die letztbenannte Zahl zeigt auch auf, die Gesellschaft kann handeln, denn diese Energiemenge entspricht dem 10.000-fachen Energiebedarf der Weltbevölkerung, referenziert auf das Jahr 2010. Selbst wenn sich das etwas verschoben hat, erkennt man diese überbordende Energiemenge, die uns im Grunde regenerativ zur Verfügung steht. Um die Problematik der Verbrennung fossiler Energien ist es in unserer Gesellschaft seit vielen Jahrzehnten bekannt. Wir haben relativ wenig gemacht. Gesellschaftliche Umwälzungen und Bewegungen öffnen uns momentan scheinbar überrascht die Augen. Die Jugend Friday for Future geht auf die Straße und die Aktivisten der letzten Generation führen uns vor Augen, wir müssen endlich etwas tun. An der Stelle, meine Damen und Herren, freue ich mich auf den Vortrag von Oberbürgermeister Matthias Klopfer, Best Practice Energiewende am Beispiel der Stadt Esslingen. Bitte schön. Ja, sehr geehrter Herr Rektor Wolfmeier, herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung und herzlichen Dank für die Einladung zum Studium Generale. Ich bin sehr gerne der Einladung gefolgt. Ich suche gerade noch einen Abstellplatz für mein Wasserglas. Deswegen bin ich hier noch, da gibt es keinen. Deswegen, also das ist jetzt die Herausforderung für die Online-Gäste. Naja, ich werde einfach zwischendurch gleich kurz den Platz hier verlasse. Das tut mir leid für die Gäste, die jetzt online dabei sind. Ich grüße Sie genauso herzlich wie die Gäste, die hier im Senatssaal sind und versuche es aus meiner Sicht der Kommunalpolitik nach jahrzehntelangen Erfahrung auf landespolitischer und kommunalpolitischer Ebene als Aufsichtsratsvorsitzender der Stadtwerke, aber auch der Wohnungsbaugesellschaft, der Gesellschaftsführer ist heute auch da, zu beschreiben, wo die großen Herausforderungen sind, was wir schon gemacht haben, was wir machen wollen, sind wo Grenzen auch sind bei uns in der Stadt, wo es auch politische Rahmenbedingungen gibt, die uns das Leben teilweise doch schwerer machen, als es sein muss. Und das Ganze in einer Welt multipler Krisen. Und wer heute Tagesnachrichten aktuell mitverfolgt hat, der weiß, dass auch in der Ukraine wieder ganz neue Situation ist. Gestern haben die OPEC-Staaten entschieden, dass es zur Reduzierung kommt vom Erdölverbrauch. Die Menschen sind unsicher, was bedeutet das regenerative Energiewende, was bedeutet das Heizungsenergiegesetz und viele andere Dinge mehr. Aber heute will ich einfach Best Practice berichten und versuche das auch einzuordnen und dieses, was andere Städte machen. Vergleichend auch, ich glaube, das macht es etwas anschaulicher auch. Ja, Sie alle kennen diese Begrenzung der globalen Erwärmung, der Erderwärmung auf unter 2 Grad, auf 1,5 Grad Celsius angestrebt. Schon heute sind sich nahezu alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einig, dass dies nicht mehr zu erreichen ist. 1,7 Grad schon aktuell. Und ich mache das immer mit dem praktischen Beispiel für Esslingen. Die Vorhersage ist, dass wir in Baden-Württemberg im Südwesten von Deutschland in den 30er Jahren ein Klima haben werden wie heute in Madrid. Und dass die Generation, die junge Generation, einmal sagen wird, der Hitzesommer des Jahres 2022, oh, das war aber ein kühler Sommer. Im Rückblick im Jahr 2040, 2050. Und von da sieht man, dass das Thema erneuerbare Energie und Klimawandelanpassung zwei Seiten der gleichen Medaille auch sind. Und beide Themen versuche ich heute auch anzusprechen, dass sie ganz unmittelbar damit zusammenhängen. Die Europäische Union bis 2050 klimaneutral. Die Bundesrepublik hat sich als Ziel gesetzt 2045. Die grün-schwarze Landesregierung 2040.
Und jetzt war für uns die spannende Frage vor Weihnachten, wie positioniert sich Esslingen? Und da gibt es ja ambitionierte Städte wie Tübingen, die sich schon lange auf den Weg auch gemacht haben und die auch wirklich Verkehrswende ganz massiv vorangetrieben haben, die ganz starke Stadtwerke haben, die sich als Ziel formuliert haben, 2030 klimaneutral zu sein, Freiburg und Ludwigsburg 2035, Heidelberg, Karlsruhe 2040. Esslingen auch mit einer Stimme Mehrheit. Es war intensive Diskussion im Gemeinderat, ob 2035 als Ziel erreichen oder 2040. Ich selber will ganz kurz begründen, warum es dann letztendlich die OB-Stimme war, aber auch jede andere Stimme zählt gleich viel im Gemeinderat, die zu 2040 geführt hat. Der 24. Februar 2022 hat die Welt schon aus den Angeln gehoben mit dem Überfall, mit dem Krieg in der Ukraine. Und es hat ganz konkret Konsequenzen für uns vor Ort. Man kann es in der Tagespresse entnehmen, wir haben es auch bald im Gemeinderat. Der Kraftwerkstandort in Altbach vorgesehen, schnell umzurüsten auf Gas, danach zügig in den 30er Jahren auf Wasserstoff umzustellen. Jetzt sind wir gerade in einem Naturschutzgebiet, als einer der Partner, Landkreis, Regierungspräsidium, Stadt Esslingen dabei, dort ein Steinkohlelager zu ermöglichen für 80.000 Tonnen Steinkohle, um damit Strom und Wärme bereitzustellen für den Industriestandort Esslingen, für den Wohnstandort Esslingen, den provisorischen Hafen noch zusätzlich anzulegen. Und das ist das Thema Versorgungssicherheit. Und das war für mich so ein Auslöser, ein Signal zu sagen, in der ganz aktuellen Situation, und der Herr Professor Wolfmann hat es vorher beschrieben, Tendenz eher steigend aktuell beim Thema Kohle, dass es mir nicht realistisch erscheint, dass wir 2035 klimaneutral werden können, auch mit unserer besonderen Struktur, die wir haben. Wichtig ist, glaube ich, dass man sich auf den Weg macht, dass man es konkret hinterlegt, was man politisch als allgemeines Ziel formuliert hat. Und jetzt formuliert, Klimaschutz und Klimaanpassung sind für uns so die Herausforderungen. Integriertes Klimaschutzkonzept, und dazu braucht man auch Personal, um das voranzutreiben. Und ich kann Ihnen sagen, das Thema Fachkräftemangel ist in diesem Bereich ganz massiv. Und für all die jungen Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht auch online dabei sind, will ich Sie herzlich einladen, an der Hochschule Esslingen, an der Hochschule Esslingen-Göppingen, sich auch für diese Studiengänge einzuschreiben, viele weitere sich dort fortzubilden, weiterzubilden. Das ist eine ganz zentrale Qualifikation, die wir brauchen. Nicht nur in den Kommunen, sondern insgesamt in unserer Gesellschaft ist es sicherlich das zentrale Thema der 20er und 30er Jahre. Da brauchen wir in allen Bereichen Fachkräfte. Ja. Mit aller Kraft, so ist es formuliert, wollen wir die Treibhausgase reduzieren und bis zum Jahr 2040 klimaneutral werden und den unvermeidbaren Folgen des Klimawandels entgegenstellen und auch für kommende Generationen eine lebenswerte und zukunftsfähige Stadt erhalten. Und ja, die Stadt wird wärmer werden, diese, was ich beschrieben habe, wir werden diesen Anstieg haben auf südeuropäische Temperaturen. Es ist klar, dass Temperaturanstieg weitergeht. Und von daher müssen wir das Thema erneuerbare Energien immer parallel zu dem Thema Klimawandelanpassung auch bei uns vorantreiben. Und ich komme gerade aus dem Urlaub zurück und war unter anderem in Schweden und so intensive Diskussionen, wie sich Urlaubsregionen auch in Zukunft entwickeln werden. Auch ganz spannend, wie die mit dem Thema Wärmepumpen umgehen, aber mit einer deutlich natürlich auch mit einer anderen Struktur. Aber ich war auch in Kopenhagen, wo über 50% mit dem Rad oder zu Fuß auch zurückgelegt wird. Also wo man sieht, wie die Verkehrswende über Jahrzehnte, seit den 60er Jahren angeschoben natürlich auch. Das sind jetzt 60 Jahre, wo die schon Verkehrswende organisieren. Was dort möglich ist, das gleiche sieht man in Münster, wo es einen breiten gesellschaftlichen Konsens dazu gibt. Münster hat sich auch als Ziel 2030 gesetzt durch den Gemeinderatsbeschluss. Und ich will ja auch ein bisschen aus dem Internen reden. Haben mit der Bürgermeisterin geredet, die Verwaltung hat gesagt, das schaffen wir aber nicht. Oder Gemeinderat das politische Ziel formulieren. Deswegen, mir geht es immer darum, auch ehrlich damit miteinander umzugehen. Und weil ansonsten wird man 2030 gefragt, warum habt ihr das nicht erreicht? Und mir erscheint es aktuell nicht plausibel und möglich, dass wir dieses erreichen. Das ist eine Karte, die lohnt sich im Nachgang nochmal genauer anzuschauen. Das ist dies, was ich beschrieben habe mit Klimawandelanpassung. Und sie zeigt unsere historische Altstadt und die Hänge und nach einem Sommertag, 28 Grad, ähnlich wie heute, morgens um 4 Uhr gemessen, die Temperaturunterschiede in unserer Stadt. Und da haben wir in der Innenstadt immer noch über 21 Grad. Haben wir den Hanglagen, dort wo die Kaltluft kommt, von den Schurwaldhöhen,
13 Grad. Das heißt, wir haben auch, so was die Stadtquartiere angeht, so ganz unterschiedliches Empfinden darüber, wie stark Klimawandel jetzt einen persönlich trifft. Wir haben im Tagesverlauf Unterschiede zwischen 5 und 8 Grad in unserer Stadt. Und von daher müssen wir natürlich schon intensiv darüber nachdenken, was ist noch an Nachverdichtung möglich, weil Politik natürlich all die anderen Themen, Wohnungsmangel, neue Arbeitsplätze, Nachverdichtung in die Höhe bauen, natürlich parallel auch im Fokus hat, müssen wir uns diese Karte immer wieder vor Augen führen, um zu sagen, jawohl, wir wollen unsere Altstadt, unsere Stadt ist 1246 Jahre alt. Das ist das Nachhaltigste, was es gibt, unsere historische Altstadt, wir haben 2027, 1250 Jahre. Auf Dauer auch lebenswert erhalten als Arbeitsplatzstandort, hier wo auch die Hochschule ihren Sitz hat, aber auch als Wohnstandort, als den zentralen Kommunikationsraum in unserer Stadt. Und von daher denken wir auch dort intensiv darüber hinaus. Fokussiert sich dann zum Schluss immer auf das Thema Photovoltaik, auf die Dächer in der Altstadt, ja oder nein? Da gehe ich nachher kurz darauf ein. Aber das ist aus meiner Sicht die zentrale kommunalpolitische Herausforderung, wo wir auch wirklich ganz viel selber steuern können. Bauleitplanung, über die Art und Weise, wie wir Verkehrswege gestalten, über das Thema blaue und grüne Infrastruktur. Und deswegen will ich mit dem auch anfangen. Und Thema Hitzeaktionsplan ist und hat für uns oberste Priorität. Und wir sind jetzt Anfang Juni und wir wissen noch nicht, wie das Wetter sich in den kommenden Wochen entwickeln wird, aber wir haben ja immer einen Rekordsommer nach dem anderen in den letzten Jahren, die 10er Jahre. Und in 20 Jahren wird es genauso so weitergehen. Und von daher widmen wir uns dem Thema Grünflächen, dem Thema Innenraumklima auch natürlich auch. Und letztendlich wird es aber auch zu einem gesellschaftlichen Wandel kommen müssen. Die Frage ist dann schon, warum man noch um 16, 17, 18 Uhr Vorlesungen macht oder noch arbeitet oder ob man nicht manche Dinge auch im Kulturwandel nur bewältigen kann. Die Themen, die wir an der Politik aktuell besprechen, und das sind natürlich die Monate Juni, Juli, August, wie gehen wir damit um, passt das alles so, das geht hin bis zur Ferienkalender von Schulen und vielen anderen mehr. Und jetzt will ich das aussagen, als Stadt haben wir 5000 Mitarbeitende, unter anderem auch 500 in unseren Pflegeheimen, wo man die Menschen auf dem Lebensende auch mit begleitet, unter anderem auch in der Innenstadt. Und natürlich müssen wir auch da nachdenken, wie kann man dieses noch gut machen, die Arbeitsmöglichkeiten für die Mitarbeitenden, aber auch die Lebenswirklichkeit unserer Gäste dort. Das gilt auch für unsere Klinik. Auch diese städtische Klinik wollen wir in den kommenden Jahren ungefähr 300 Millionen investieren. Und auch da geht es um das Thema Innenraum, Klima, aber natürlich auch um das Thema regenerative Energien. Und von daher sehen Sie, das ist ein großes Thema, das uns aktuell beschäftigt. Das ist jetzt sind die Szenarien zu den Treibhausgasen, also wo sind eigentlich die Emittenten in unserer Stadt und wie hat es sich entwickelt. Und da sieht man, das ist eine Sondersituation jetzt in Esslingen. 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner, 50.000 Arbeitsplätze. Hochproduktiv, Industrie, harte Industrie hier im Neckartal. Und von daher ist der violette oder blaue Balken, oder mit Abstand größte Balken, bei den Treibhausgasemissionen der Industrie. Und auch da ist der Professor Wolfmann angegangen, das ist die Wertschöpfung hier in unserer Region, die letztendlich die letzten Jahrzehnte auch den Wohlstand ermöglicht hat, den wir alle tagtäglich auch genießen können. Wir sehen aber vor allem auch eines, was uns Kummer bereitet. Es gibt so einen Bereich, der ansteigend ist, der grüne Bereich, der Verkehrsbereich. Und da ist jetzt Esslingen nicht untypisch, sondern genau so wie nahezu alle Städte in Deutschland. Es ist uns nicht gelungen, die CO2-Emissionen im Verkehrsbereich in den letzten Jahren in Deutschland zu reduzieren, sondern sie steigen de facto weiter an. Da mag jeder mal parallel dazu nachdenken, wie der eigene ökologische Fußabdruck angeht, was das Thema individuelle Mobilität auch angeht. Und von daher ist das sicherlich für das Stichwort Lebensqualität für uns eine ganz große Herausforderung. Aber das Thema, wo wir als Politik natürlich massiv mitgestalten können, und wo wir auf der anderen Seite ganz viel kommunalpolitischen Streit haben werden. Weiter geht es um Verteilung von begrenztem Raum. Und auch da, auch wenn es jetzt eine Millionenmetropole ist, Kopenhagen, wenn man sich aber feststellt, da gibt es keine parkenden Fahrzeuge mehr am Straßenrand. Die sind verbannt und dafür gibt es 3 Meter breite Radwege, und zwar auf jeder Seite. Und zwar abgesetzt und sicher
von den Straßen. Das ist sicherlich bei uns nicht überall möglich, aber man muss sich da irgendwann entscheiden zwischen wohnendem Verkehr und organisiere mehr Raum für Fußgängerverkehr und für Radverkehr. Das sind die Debatte, die wir mit dem Klimamobilitätsplan jetzt im Herbst beginnend mit dem Gemeinderat auch diskutieren wollen. Es macht sich immer fest an dem Thema kommunale Liegenschaften. Sie sehen, es ist ein kleiner Anteil, ich soll jetzt das aber nicht kleinreden. Aber da wollen wir dem Gemeinderat darstellen, was haben wir für einen Sanierungsstau im Bereich energetische Sanierung und zeigen, was ist möglich. Und gleichzeitig auch, welche Potenziale gibt es noch für das Thema Ausbau bei der Erzeugung regenerativer Energien. Sind beim Thema private Haushalte, dass es insgesamt leicht zurückgeht. Und da bin ich persönlich ganz positiv gestimmt. Ich spüre da viel Engagement und Anpacken unserer Bürgerschaft, die bereit sind, sich zu engagieren in unserer Stadt, von der kleinen Anlage am Balkon bis hin zur umfassenden energetischen Sanierung. Da gibt es viel Bereitschaft, aber da müssen die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden. Und heute hat mir erst meine Leiterin der Stabsstelle Klimaschutz formuliert, Achtung Eigentümergemeinschaften, wie geht man da mit dem Thema Balkonkraftwerke um? Das sind all die kleinen Themen, die so selbstverständlich klingen, die man aber immer im Detail erst mal klären muss. Kann dieses funktionieren? Kann man seinen Beitrag dazu leisten? Und all dies, von daher ist auch viel mit dem Thema Öffentlichkeitsarbeit, Aufklärung verbunden, glaube ich, für die kommenden Jahre. Deswegen wird auch in unserer Verwaltung sicherlich dort der Personalbedarf eher ansteigen, weil ganz viel Beratungsbedarf da ist, auch bei unseren Stadtwerken, was dieses Thema angeht. Ziel, Verankerung erneuerbar in den Bereichen Strom und Wärme in der Innenstadt. Wie gesagt, das kommunalpolitische Thema der letzten Monate, da fokussiert es sich gerade. Und wir sind ja im Brennpunkt mit anderen Städten, die auch so historische Altstadt haben, wie Tübingen, wie Konstanz, wie Schwäbisch Gmünd, haben die gleiche Herausforderung. Wie auch wir in unserer Stadt. Das Land hat jetzt mal Eckpunkte formuliert, vor allem denkmalverträgliche Energiewende. Wir arbeiten da auch insgesamt daran und da geht es aber um viel, viel mehr als Photovoltaik. Wenn man ab dem Jahr 2024 was im Bund passiert, weil da 2025 oder 2026 im Bestand 65% regenerative Energien im Bestand haben soll, wenn man die Heizungsanlage erneuert, ist natürlich die spannende Frage, wie das in so einer historischen Altstadt funktionieren soll. Sicherlich nicht mit der klassischen Luftwärmepumpe. Sicherlich auch nicht mit der Pelletsheizung. Und sicherlich werden wir auch nicht bis zum Jahr 2024 einmal die Altstadt aufreißen und dann überall neue Leitungen verlegen, wo überall Wasserstoff hindurchfließen kann. Das ist einfach nicht möglich. Und das ist ein Projekt, das dann auch über Jahrzehnte geht, wenn wir es überhaupt machen. Weil da ist die Wissenschaft und Praxis auch noch gar nicht einig. Brauchen wir zwei, die komplette neue Infrastruktur. Also ich habe mit zwei Vorstandsvorsitzenden gesprochen, von riesengroßen, milliardenschweren Konzernen. Der eine sagt, das machen wir in der bestehenden Infrastruktur, Stichwort Wasserstoff. Und der andere sagt, ich glaube, dazu brauchen wir eine zweite Infrastruktur. Und das muss alles finanziert werden, auch von Verbrauchern. Und das heißt auch, Energiewende belastet spürbar den Geldbeutel. Das muss man immer wieder sagen. Das heißt nicht, dass man anschließend erstmal Ertrag hat für sich. Das ist vielleicht für denjenigen in den Halbhöhenlagen und die Photovoltaikanlage, weil sie sich oben drauf bauen, eine gute Rendite daraus hatten, weil sie darauf, das war festverzinslich. Wunderbar, du hattest feste Verzinsung, wenn du das vor vielen Jahren gemacht hast. Das war guter Ertrag. Aber in Zukunft wird es einfach die Stromrechnung erhöhen. Und hier bei uns geht es deswegen um das Thema Wärme, es geht um das Thema Energie. Erzeugung uns geht natürlich auch um das, die nachhaltige Erhaltung des Stadtbildes. Das ist ein ganz eigener Wert für sich. Und auch mit dem müssen wir umgehen. Und die Frage ist, was sind für sich Beziehungen in so einer Stadt? Und das gilt es abzustimmen mit dem Landesdenkmalamt, mit unserer eigenen Denkmalschutzbehörde. Und es ist auch nicht so, dass der Gemeinderat einfach sagt, das machen wir. Und da gibt es einfach klare rechtliche Dinge. Und da arbeiten alle Städte gerade daran. Und da wird man voneinander lernen. Und da wird, wenn die Tübinger zu uns kommen, wir werden zu den Konstanzer reisen und in der Arbeitsgruppe im Städtetag versuchen, dieses insgesamt voranzubringen. Da denke ich persönlich, dass wir uns da durchaus noch 12 Monate Zeit lassen können, auch damit wir da zu einer Lösung kommen, die auch unsere Stadtgesellschaft nicht spaltet. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man dieses auch im guten Einvernehmen hinbekommt. Da gibt es neue technische Möglichkeiten, gar keine Frage, die sind aber im Faktor 4 teurer. Wenn Photovoltaik in den Dachziegel integriert ist, da ist die Frage, wer bezahlt dieses, wie bei dem Thema Wasserstoff und Kosten. Also zum Schluss sind wir auch noch in der Marktwirtschaft unterwegs. Das sind all die Themen, die wir mitbedenken müssen. Und oft, jeder weiß das, der sich auch mal privat damit beschäftigt hat, installiere eine Photovoltaikanlage. Heißt, erstmal schau dir dein Dach an. Und vielleicht musst du mal grundlegend dein Dach sanieren. Das ist auch für das Thema Gewerbe und Industrie ein ganz zentrales, komme ich nachher noch drauf. Und
dann zusätzlich die Investition Dachsanierung und dann noch die Photovoltaik. Das ist auch nochmal eine gesamtwirtschaftliche Betrachtung der Immobilien. Ja, Sie kennen dieses, dass wir insgesamt uns jetzt auf dem Land, aber es ist, glaube ich, selbstverständlich für die Städte, dass wir uns auf den Weg machen, dass man ganz konkrete Maßnahmen auch macht. Und bei uns läuft das ganz eng zusammen zwischen zwei Stabstellen, Mobilität und auf der anderen Seite Nachhaltigkeit und Klimaschutz, weil die Themen Verkehr und Energiewende nicht unabhängig voneinander zu sehen sind. Das wollen wir ganz konkret mit Maßnahmen dann auch machen und auch jedes Jahr reporten. Wir sind jetzt aber gerade dabei, uns zertifizieren zu lassen im Rahmen vom European Energy Award. Sind wir ein bisschen hinterher im Vergleich zu anderen Städten, arbeiten wir gerade daran. Und dann bekommen wir auch dort, glaube ich, über den Austausch mit Expertinnen und Experten ausreichende Handlungsmöglichkeiten zur Gestaltung unserer Zukunft. Kommunale Wärmeplanung. Der Bund gibt dieses Jahr vor, im Land schon vorher vorgegeben, das Thema Wärmeplanung. Auch da kommen wir im Herbst dann in Gemeinderat, um damit auch letztendlich darzustellen, was ist in Zukunft möglich. Und da will ich Ihnen ja ein konkretes Beispiel kurz aufzeigen, was da die Herausforderungen sind. Ein Wohnungsbauunternehmen, das für sich einzelwirtschaftlich überlegt, wie kann ich meinen Gebäudebestand klimaneutral machen, im Stadtteil in Esslingen überlegt sich, okay, da kann man Geothermie machen. Große Chance übrigens, große Potenziale in unserer Stadt. Wenn man es aber gesamtstädtisch sieht, dann müsste man sagen, wir schließen diesen Stadtteil an das Fernwärmenetz an, wir schließen auch diese 120 Wohnungen ans Fernwärmenetz an und wir schließen auch kommunale Liegenschaften und auch Industriegebiete dort an. Aber ich kann die aktuell ja nicht zwingen, diesen Switch bei der Wärmeerzeugung jetzt nicht eigenständig auf den Weg zu bringen. Und wir erfahren davon als Stadt auch nicht immer. Und jetzt gilt es wirklich auch zu schauen, dass nicht manche Entscheidungen jetzt getroffen werden, die dann anschließend den Fernwärmeausbau wieder stoppen. Weil du kannst auch nicht einfach bloß einen Fernwärmeausbau machen und anschließend hast du überhaupt nicht mehr, dass sich anschließt. Und dazu kommt das große Thema Anschluss- und Benutzungszwang. Der Landesgesetzgeber ermöglicht uns dieses und da muss ich Ihnen aber nicht sagen, was es für Immobilienbesitzer bedeutet und welche politischen Debatten du damit auch hast. Wenn du über dieses Tisch im Neubaugebiet relativ leicht, aber wenn du im Bestand damit unterwegs bist, hast du auch dort ganz spannende Frage, was das Thema Markteingriffe natürlich angeht. Freie soziale Marktwirtschaft. Und da sind wir dann doch sehr planerisch unterwegs und auch einseitig fokussiert dann auf eine Energieform. Ich verstehe das, dass da die großen Energieversorger großes Interesse daran haben. Ist heute in der Tageszeitung zu lesen. Vierfaches Potenzial für die Fernwärme. Manche Städte machen das ganz massiv, wie Rostock. Andere machen es weniger. Wir haben eine besondere Topografie, mit der müssen wir auch noch umgehen. In der Tallage ist es leichter, als wenn wir auch noch an unsere Hanglagen denken. Ja, und dann so ganz exemplarisch ein paar wenige Beispiele. Holzhack, Schnitzelheizwerk am Zollberg von den Stadtwerken, Wasserkraft entlang der Neckarkanäle, das Thema der grünen Höfe in der Plinzer Vorstadt mit Geothermie und ich habe es schon formuliert, aber da muss man ganz genau hinschauen, in welchem Stadtteil, in welcher Lage funktioniert dieses. Und da bin ich persönlich ein Stück weit gebranntes Kind, weil ich aus einer Stadt komme mit millionenschweren Verwerfungen, ich komme aus Schorndorf über den Schurwald hinweg. Ich musste in meiner Amtszeit dort der Schule schließen, eine neue auf den Weg bringen, aufgrund von Geothermieschäden in der Nachbargemeinde in Rudersberg auch, in Leonberg auch und das exemplarisch war Staufen. Technische Technologie ist fortgeschritten, aber von daher muss man auch diese Vorbehalte, die es gibt, gegenüber dieser Technologie überwinden und zu zeigen, dass man auch dieses sicher machen kann, dass man es rechtssicher machen kann, aber auch so, dass die Nachbarschaft ein gutes Gefühl dabei hat, wenn man sich diesem Thema annähert. Photovoltaik, ausbaufähig und das Thema grüner Wasserstoff, ja, da ist sicherlich Esslingen beispielhaft unterwegs, auch da will ich aber die Grenzen anschließend noch ganz kurz formulieren. Das sind die großen Potenziale. Das große Grüne ist das, was ich beschrieben habe. Umweltwärme ist übersetzt Geothermie. Alles für uns eine ganz große Chance. Und die ersten Gesellschaften machen sich da auf den Weg, auch die Beratungsgesellschaften. Ich glaube, dass wir da schon große Chancen haben. Das Thema Photovoltaik. Ja, und auch da will ich die politische Rahmenbedingungen beschreiben. Es liegt ja auf der Hand, dass man das entlang der B10 macht. Jetzt gehen uns aber keine Grundstücke, sondern das müssen wir mit dem Land vorantreiben. Und da gibt es langfristig schon eine Idee, was man an der B10 auch noch an breiterem Verkehrskorridor machen kann. Da muss man erstmal die Fläche freigeben, dass man dieses nutzen kann. Man kann Diskussionen führen, ob man dieses auf Ackerflächen macht. Das ist aber wertvoller Naherholungsraum für die Menschen. Passt dies in dieser hochverdichteten Region zu uns oder haben wir nicht so viele Potenziale auf unseren Dächern, Flachdächern und Satteldächern, dass wir uns auf dieses konzentrieren sollten? Das sind
Ganz spannende Diskussion, und die habe ich heute Morgen erst mit meiner Klimaschutzmanagerin geführt. Da gibt es auch nicht richtig und falsch. Die musst du im Gesamtkontext einordnen, auch von der jeweiligen Topografie und der Nachbarschaft. Neue Neckarwiesen und Sonna, da ist die Hochschule Esslingen daran beteiligt an dem Projekt. Sage ich herzliches Dankeschön an der Stelle. Und da sieht man, das ist so die große Gewerbeansiedlung in unserer Stadt. Ich war heute da auch schon in zwei Unternehmen. Tausende von Arbeitsplätzen, Flachdächer, ganz wenig Photovoltaik. Und da überlegen wir uns jetzt gemeinsam, welche Chancen es dort gibt im Bereich Photovoltaik, im Bereich Nutzung auch der Flusswärme zu Heiz- oder Kühlzwecken, Thema Fernwärmenetz, aber wieder das Thema Einspeisung und Anschluss, ist ja ganz in der Nähe vom Kraftwerk Altbach. Natürlich geht es um das Thema Speicherung, sicherlich ein ganz zentrales, das oft vergessen wird in der aktuellen Diskussion. Und welche Fördermöglichkeiten gibt es? Das ist mittlerweile ja auch fast schon Förderwust, und auch da muss man sich zurechtfinden und müssen wir auch die Rolle der Stadt definieren, der Stadtwerke, wie wir das unterstützen können. Da haben Stadtwerke große Interesse, da haben die Stadt Interesse, die Hochschule Interesse, haben aber vor allem unsere gewerbetreibende Interesse. Weil das macht mich teilweise dann schon nachdenklich. Ich frage bei jedem Firmenbesuch mittlerweile, wie sieht es aus mit Fachkräften? Und überall werden Fachkräfte gesucht. Und als zweites frage ich immer, wie sieht es aus mit den Energiekosten? Und dann ist man im harten Wettbewerb. Heute war es zum Beispiel in einem Unternehmen, die haben zu mir gesagt, in den kommenden 10 Jahren verlässt mindestens ein Viertel der Fachkräfte altersbedingt unser Unternehmen. Übrigens sind unsere Arbeitskosten deutschlandweit die höchsten. Und dann haben wir auch noch die höchsten Energiekosten. Jetzt müssen wir, und das ist im harten internationalen Wettbewerb. Und von daher schauen die Firmen mittlerweile in unterschiedlicher Intensität ganz intensiv auf das Thema Energie und welche Möglichkeiten sie dort selber haben. Das war vor dem Ukraine-Krieg sicher nicht in dem Maße, wie es heute ist. Keiner geht davon aus, dass Strompreise wieder zurück auf das alte Maß kommen. Und Strom ist sicherlich das Zentrale, der Strompreis ist das Zentrale. Da gibt es politische Diskussionen zum Thema. Sie kennen dieses, gibt es spezielle Industriepreise, das wird in Berlin entschieden. Aber die Unternehmen sind ja auch verpflichtet, einen Nachhaltigkeitsbericht zu machen und sind aber auch, glaube ich, oft auch ihrem eigenen Verständnis als Unternehmerinnen und Unternehmer geschuldet, dass sie auch ihren Beitrag leisten wollen. Hier sind die Projektpartner beschrieben, die wesentlichen, und auch da bin ich ganz zuversichtlich, dass wir vorankommen. Ich habe es beschrieben, was für unterschiedliche Ziele wir damit auch verfolgen, Konzept zu erarbeiten, Energiepark Neue Neckarwiesen und Sonnau und als Musterbeispiel vielleicht auch. Und auch da Best Practice zu schauen, anderen zur Verfügung zu stellen und dann wieder unser eigenes Konzept zu verbessern im Austausch mit anderen Kommunen. Ich glaube, das Allerwichtigste in der aktuellen Situation ist, dass man Wissen teilt. Das ist diese, was ich immer wieder versucht zu vermitteln. Die 20er Jahre, die 30er Jahre sind die Zeitalter der Kooperation. Das Zeitalter von offener Information, von Transparenz. Nur so wird es uns gelingen, die Energiewende überhaupt auf den Weg zu bringen. Leuchtturmprojekt, Klimaquartier Neue Weststadt Esslingen. Ich würde sagen, das ist angewandte Forschung, was dort die Stadt Esslingen mit ganz vielen anderen unterstützt. Klimaneutrales Quartier, Neue Weststadt, wo es viel Interesse gibt, deutschlandweit, teilweise auch international. Und das eigentlich Spannende daran ist, im Quartier nicht sichtbar grünen Wasserstoff herzustellen. Die spannende Frage ist, wann wird das wirtschaftlich, ist es übertragbar? Aber auch da bin ich jemand, der immer sagt, ja, man muss diese Dinge ausprobieren. Es gab mal das Projekt Reallabore des Wissenschaftsministeriums, da war die Hochschule auch beteiligt, auch in meiner alten Stadt, wo es um das Thema Busse on Demand geht. Man muss immer wieder als Stadt auch Dinge auf den Weg bringen, wo man die sich nicht sofort rechnen muss, sondern wo man einfach probiert, was ist möglich und was ist auch nicht möglich und was muss man machen, damit es in Zukunft wirtschaftlich auch wird. Und natürlich geht es um den Nutzungsgrad immer bei dem Thema Wasserstoff, wo wir über das Thema Abwärme versuchen, diesen zu steigern auch. Und man sagt, der Elektrolyseur läuft dann, wenn der Strompreis niedrig ist. Das heißt, wenn es gerade einen Überschuss an regenerativer Energie gibt, weil auch das ist die Grundvoraussetzung, dass das ganze Thema grüner Wasserstoff überhaupt funktioniert. Es muss regenerative Energie sein, es muss einen Überschuss gerade geben. Ansonsten fliegt dieses Projekt auch nicht und versucht, die ganze Themen zu verbinden. Wärme, Kälte, Strom, Mobilität, wir sind noch nicht so weit. Aber das Endziel ist es, dass man all diese Themen miteinander
verbindet. Das ist dieses, was ich gerade beschrieben habe. Man nutzt einen Überschuss. Das ist, glaube ich, das Spannende beim Thema grüner Wasserstoff, wenn man sagt, oh, aber schlechter Wirkungsgrad. Ja, das funktioniert immer dann, wenn man sowieso einen hohen Überschuss hat. Von Offshore, von Onshore, von Photovoltaik. Also wenn der Wind bläst, wenn die Sonne scheint, wenn wenig Abnahme da ist, dann das Thema grüner Wasserstoff voranzutreiben. Und dann ist das, glaube ich, eine perfekte Speichermöglichkeit. Deswegen geht es insgesamt da um das Thema, wie geht man, wir machen das nur, wenn Überschuss da ist oder ein Überschuss aus der lokalen Photovoltaik. Und um den Wirkungsgrad zu erzielen, eben auch noch die Abwärme zu nutzen. Aber daran sieht man auch, dass es jetzt nicht im Dauerbetrieb ist, weil so oft haben wir die Situation aktuell noch nicht. Also von daher ist es wirtschaftlich noch kein tragfähiges Konstrukt. Da sieht man, wie ambitioniert dieses auch ist. Und natürlich gilt es auch dort. Das ist übrigens wie beim ersten Holzhochhaus. Ja, du musst ja immer erstmal, wenn du Pionierarbeit leistest, das mit den ganzen Baurechtsbestimmungen, Brandschutz und viele andere Themen erklären. Und deswegen ist es auch Pionierarbeit, die dort geleistet wird. Und ich bin dankbar dem Gemeinderat, meinem Vorgänger, allen Projektbeteiligten, dass wir dieses auf den Weg gebracht haben, wo ich schon viel gelernt habe, jeweils bei den unterschiedlichen Führungen, wo ich selber mit dabei sein durfte. Und wo man aber auch weiß, es bloß ein ganz, ganz kleiner Beitrag leisten kann, obwohl es in so einem großen Stadtquartier ist, doch bloß ein ganz, ganz kleiner Beitrag zur Energiewende. Und dann sieht man hier auch, dass man eigentlich noch viel mehr machen wollte, nämlich da geht es um das Projekt Trailer abfüllen, das ist das Thema Mobilität. Wollten wir eigentlich auf der Seite vom Neckar machen, jetzt sagt man, okay, das passt aber nicht in das Klimaquartier 2 und das ist auch wirklich aufwendig, überlegt man sich, unter den Bahngleisen durch und unter dem Neckar hinaus auf die andere Seite des Neckars zu kommen. Nochmal eine besondere Herausforderung, um dann dort den Wasserstoff weiter zu verarbeiten. Aktuell, wenn er dann produziert wird, wird er mit ins Gasnetz eingespeist. Aber das vielleicht an der Stelle. Stadtgas hatte schon immer Wasserstoff, also in den früheren Jahren. Und von daher, ein gewisser Anteil kann man immer mit einspeisen, aber das ist sicherlich auch nicht die richtige Antwort auf Dauer. Das ist gerade in der finalen Projektphase. Bin gespannt, welche Herausforderungen die es noch gibt. Sie sehen es, Wasserstoff abzufüllen über einen Trailer im Quartier, in einem dicht besiedelten Quartier, wo ja dann auch die Hochschule ist, natürlich nochmal eine Herausforderung. Deswegen geht dieser Plan B unter den Bahngleisen. Auch wieder mit übrigens eigenem Baurecht, nämlich der Bahn, nicht der Stadt. Das sind all die Rahmenbedingungen unter dem Neckar hindurch. Schon Bundeswasserstraße, weiß gar nicht, welches Baurecht dort gilt. Wird auch nochmal spannend, das auf den Weg zu bringen. Was würde ich herausragen bei uns läuft, ist das Thema öffentlicher Personennahverkehr. Da haben wir wirklich ganz viel Interesse. Wir werden die erste Stadt in Deutschland sein, die 2025 in unserer Zuständigkeit komplett klimaneutral unterwegs ist, elektrisch mit Batteriebussen, mit 46 Batterie-O-Bussen, mit Millionen Aufwand der Stadt, mit 30 Millionen Unterstützung des Bundes, der größten Förderung des Bundes, die die Stadt Esslingen bislang erhalten hat, und wir leisten damit unseren Beitrag als Stadt ganz konkret zum Thema Energiewende. 29 Kilometer haben wir an Oberleitung, ganz kurzer historischer Exkurs, ist daraus entstanden, weil man im Zweiten Weltkrieg Straßenbahnschiene abgebaut hat, nach dem Zweiten Weltkrieg aber noch Oberleitungen hatte, aber nicht die Straßenbahnschiene wieder eingebaut hat und die Straßenbahnen auf den Weg gebracht hat, noch in Teile hoch zum Zollberg. Dann hat man sich entschieden für das Thema O-Bus und alle haben gelächelt über Esslingen und heute beneiden uns alle um diese Technologie. Und andere Städte bauen das aus und wollen dem Beispiel auch folgen, weil es eine Möglichkeit ist, die kostengünstig ist, die funktioniert, die technologisch funktioniert und wir müssen wirklich nur ganz wenige Strecken ausbauen. Sie sehen, die roten Strecken sind die, die wir ausbauen müssen, um damit insgesamt rein elektrisch unterwegs zu sein, in Esslinger Norden, den Altstadtring und in die Blinzer Vorstadt. Und dann funktioniert dieses Konzept. Ah, wunderbar. Da sieht man das Grundprinzip, Oberleitung, Batterie vorne lädt sich auf, das Grüne. Jetzt fährt er ohne Oberleitung. Also wir haben eigentlich die ganze Stadt mit Oberleitungen ausgestattet. Die Batterie entleert sich, Bus hält. Fährt hoffentlich gleich weiter, jawohl, wunderbar, mit vielen Fahrgästen. Batterie wird noch leerer, aber alles ist gut berechnet, dass es auch gut funktioniert. Und jetzt sieht man, Batterie wird wieder aufgeladen, wenn wieder Oberleitung
da ist. Also wir brauchen keine 100% Oberleitung in unserer Stadt, sind batteriebetriebene Busse, keine reine Elektrobusse. Konzept ist mich sehr überzeugt, kostengünstig, stabil. Und unsere Fahrgäste sind auch noch begeistert, das ist auch wichtig. Weil sind, unsere Busfahrerinnen und Busfahrer sind begeistert, weil es ein gutes Fahrgefühl ist. Es hat einen hohen Komfort und es wird auf Dauer bei uns funktionieren. Ja, was wollen wir weitermachen? Das große Thema Solarisierung von Flächen im Innen- und Außenbereich, was ich beschrieben habe, ist aber deutlich schwerer. Dieses im Großmaßstab in Esslingen, in so einem hochverdichteten Raum mit fast 3 Millionen Menschen in der Region Stuttgart, das voranzutreiben, ist eine echt große Herausforderung. Das Thema Windkraft ist eine noch größere Herausforderung. Trotz immer höheren Nabenhöhen, wir sind schon mittlerweile bei 190 Meter Nabenhöhe, da hat so eine Windkraftanlage dann mittlerweile 250 Meter. Da gibt es im Schurwald ein Stadtwerke-Konsortium aus 3 Stadtwerken, die das machen wollen, mehrere Windkraftanlagen. Man wollte das Thema grünen Wasserstoff bei der weiteren Städteplanung vorantreiben. Kommunale Wärmeplanung, nicht bloß, weil es eine Pflichtaufgabe ist, sondern weil es ein Herzensanliegen ist. Wir wollen ganz intensiv in das Thema Kommunikation und Beratung einsteigen. Für Industrie, für Gewerbe, für kleine Einzelhändler, genauso wie für die großen, für Privatkunden und natürlich selber auch Vorbild sein. Wir wollen uns vergleichen lassen mit anderen. Das gehört sich so und wollen uns zertifizieren lassen, wie das in der Industrie gang und gäbe ist. Den Hitzeaktionsplan verabschieden, kleine Dinge machen wie den Esslinger Schattenweg oder Coolspots, aber das in der älter werdenden Gesellschaft würde ich zur Verbesserung der Lebensqualität beiträgt, genauso wie das Projekt Klimabäume. Und so glaube ich, dass wir insgesamt auf einem ambitionierten Weg sind und wir sicherlich noch mehr machen können. Wo ich auch dankbar bin, dass zum Beispiel der Esslinger Wohnbau sich committed hat, 2036 mit ihrem Bestand von 3000 Wohnungen und ihrem Gewerbebestand klimaneutral zu sein. So braucht man noch ganz viele, die sagen, jawohl, sie machen mit, genauso mit. Die Kreissparkasse ist auch auf diesem Weg, aber noch viel, viel schneller. Die haben dieses Jahr Jubiläum und gesagt, jawohl, das ist ihr Beitrag, dass sie ihren kompletten Immobilienbestand im Landkreis Esslingen klimaneutral gestalten. Und wenn wir dann im Jahr 2035 klimaneutral sind, weil wir zwischendurch sowohl die finanzielle Leistungskraft haben, als auch moderne Technologien, als auch die Unterstützung der Bevölkerung, dann haben wir alles richtig gemacht. Weil nächstes Jahr sind am 2. oder 9. Juni Kommunalwahlen. Und zum Schluss brauchst du immer politische Mehrheiten, die dieses mittragen, damit das Projekt Energiewende und höherer Anteil an regenerativer Energie möglich ist. Besten Dank für die Aufmerksamkeit. Sie haben viele Practices präsentiert, Good Practices, wie ich meine. Die Hochschule Esslingen ist gerne mit dabei, Wissen zu teilen, mit Ihnen auch Wissen zu entwickeln, damit wirklich Best Practices entstehen. Ich glaube, wir haben verstanden, wie komplex die Herausforderungen sind, vor denen wir stehen. Aber ich meine, Sie haben das aus realpolitischer Sicht sehr sachlich dargestellt und man erkennt natürlich auch den Aufwand, der noch vor Ihnen und vor uns als Gesellschaft steht. Wir haben jetzt vorgesehen, eine kleine Diskussionsrunde noch anzuschließen. Wir werden einige Fragen auffangen aus dem Chat und jetzt gehe ich mal etwas auf die Seite und würde aber dem Auditorium hier im Raume zunächst einmal den Vortritt lassen. Gibt es Fragen hier aus der Runde? Ja, bitteschön. Ich würde gerne wissen, was der Begriff Klimaneutralität bezogen auf eine große Stadt bedeutet. Es gibt viele kleine Orte, die haben viele Windkraftanlagen, die produzieren deutlich mehr Strom, als sie selbst verbrauchen. Die sind also schon jenseits der Klimaneutralität. Ist es sinnvoll, dass jede Stadt für sich klimaneutral ist oder ist bei der Klimaneutralität für die Stadt Esslingen reingerechnet, dass man die Klimaneutralität von anderswo importiert, von Orten, die also mehr Energie produzieren, als sie selbst brauchen? Und das Thema Kompensation ist zum Schluss natürlich auch ein ganz zentrales. Und die Stadtwerke engagieren sich ja im Bereich schon mit Photovoltaik, Parks, mit Windkraft, Onshore und Offshore. Wir sind Mitglied im Neckar-Elektrizitätsverband, wo wir auch ganz massiv uns engagieren. Und von daher
gehört es, glaube ich, ganz eng zusammen. Und ich wage aktuell auch keine Prognose, wie hoch der Energiebedarf der Industrie in den 30er Jahren sein wird. Und selbstverständlich haben wir ganz viele Schutzgebiete, vollkommen zu Recht hier in der Region Stuttgart, wo man keine Möglichkeit hat für Windkraft, keine Möglichkeit hat für Photovoltaik, auch keine auch begrenzte Möglichkeiten für andere Formen der Energiegewinnung. Und von daher muss man es immer regional denken. Ich glaube, das ist die Herausforderung als Verdichtungsraum, 3 Millionen jetzt erstmal. Ich kenne jetzt die Beispiele, das sind im Allgäu, sind so kleinere Kommunen, was ich bislang so wahrgenommen habe. Das spannende Frage ist ja immer, klappt das in der Industriestadt? Deswegen habe ich es beschrieben, 100.000 Einwohner, 50.000 Arbeitsplätze, eine der Hauptverkehrsadern in der Region Stuttgart. Wie geht man eigentlich damit um? Und wie schnell gelingt dort auch der Turnaround? Sie haben es gesehen, ich habe es darauf hingewiesen, ein Großteil des Energieverbrauchs ist bei der Industrie. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich hoffe, dass diese 5.000 Arbeitsplätze bei Mercedes noch lange erhalten werden. Es wird nicht in der Verbrennertechnologie auf Dauer sein, kann Ihnen aber nicht sagen, was danach kommt und welcher Energieaufwand da dahinter steckt. Das sind also diese unsicheren Faktoren, aber wir werden auf alle Fälle, vor allem im Thema der Stadtwerke, uns immer wieder engagieren. Aktuell ist es übrigens aber ganz schwer, Windkraftanlagen oder Photovoltaikparks zu kaufen. Ich bin ja Mitglied im Verwaltungsrat Landeswasserversorgung und Bodenseewasserversorgung mit hohem Energiebedarf. Und auch dort ist man auf der Suche. Da geht es um das Thema Kosten, letztendlich für den Endverbraucher. Und der Markt ist viel leer gefegt. Und von daher hoffe ich, dass auch die Ausbaugeschwindigkeit zunimmt. Wir sind ja viel zu langsam. Baden-Württemberg sind wir besonders langsam, aber bundesweit sind wir langsam, was das Thema Ausbau von Windkraft angeht. Photovoltaik hat sich jetzt etwas beschleunigt. Ich hoffe, dass es insgesamt dann ja, bundesweit, wahrscheinlich auch international. Grüner Wasserstoff ist sicherlich auch eine Möglichkeit. Südeuropa, Afrika, da laufen ja jetzt auch schon Partnerschaftsprojekte, auch dieses mit auf den Weg zu bringen. Besser als LNG. Aus Fracking, aus irgendwelchen Ländern unter schlechten Arbeitsbedingungen, das jetzt gerade importiert wird. Dann würde ich eine zweite Frage aufrufen, hier aus dem Auditorium. Bitte schön. Der Vortrag zeigt ambitionierte Ziele auf. Kurze Frage. Ich war selber 20 Jahre Gemeinderat, komme aus Metzingen. Bekommt Ihre Bevölkerung hier in Esslingen und Ihr Gemeinderat jedes Jahr oder jedes zweite Jahr einen Zielerreichungsgrad mitgeteilt? Das, was ich vorher gesagt habe, das werden wir in Zukunft machen. Das ist auch Teil des European Energy Awards. Deswegen bin ich auch dankbar, dass der Gemeinderat dieses beschlossen hat, einstimmig. Und wir lassen uns monitoren, wir lassen uns messen und wir werden ganz offen und transparent darstellen, wo wir erfolgreich sind und wo wir auch nicht erfolgreich sind. Und wo weitere verstärkte Maßnahmen notwendig sind. Und da wird es intensive, harte kommunalpolitische Debatten geben. Die gibt es gerade auf Bundesebene, wo man plötzlich gesagt hat, ach, jetzt machen wir das doch nicht sektorenscharf auf die Ministerien, sondern das kann man insgesamt ausgleichen. Das wird bei uns auch die spannende Frage sein. Deswegen habe ich es vorher so formuliert. Zum Schluss macht es immer ein Thema Verkehr fest. Welchen Beitrag leistet dieser? Da hat man die härteste politische Auseinandersetzung. Und deswegen wird der Klimamobilitätsplan ganz zentral mit dem integrierten Klimaschutzkonzept immer wieder dann auch dargestellt werden. Und wie entwickeln sich dort die Wegebeziehungen auch der unterschiedlichen Verkehrsträger? Gelingt es uns mit dem 49-Euro-Ticket den großen Schub zu bekommen von dem Thema öffentlicher Personennahverkehr? Es geht ja nicht bloß um das Thema Fußgänger und Radfahrer. Selbstverständlich transparent, Klarheit, Kooperation. Noch eine dritte Frage aus dem Auditorium. Bitte schön. Ja. Ja, vielen Dank. Wann wird denn voraussichtlich diese kommunale Wärmeplanung vorliegen, dass man eine verlässliche Grundlage hat für eine mögliche Investitionsentscheidung, Wärmepumpe oder nicht? Und die zweite Frage, setzen Sie künftig auch auf Gas und auf das Gasnetz oder sehen Sie das als eine Remanenz an? Das würde mich mal interessieren. Wir wollen noch vor der Sommerpause im Gemeinderat einen Zwischenbericht geben zum Thema Wärmeplanung, weil wir ganz viele Anfragen aktuell bekommen. Und deswegen kann ich heute auch noch nicht sagen, weil es gehört, dass man immer zuerst mal unser Hauptorgan, nämlich den Gemeinderat, informiert über den aktuellen Stand. Auch über Verzögerungen in dem Projekt kann ich Ihnen leider den Termin noch nicht sagen, obwohl es in 6 bis 7 Wochen sein wird, wo wir vom Gemeinderat gehen. Und dann werden wir auch, weil es Verzögerungen im Projektverlauf gibt, kann ich Ihnen auch nicht genau sagen, wann der Endbericht vorliegt. Er wird in diesem Jahr vorliegen. Zwischenbericht im Juli, lade ich Sie herzlich ein, dabei zu sein.
Und beim Thema Gasnetz müsste ich mal ganz kurz auf die Sprünge helfen. Was war da der Kern der Frage? Ja, es ist ja eine Grundsatzdiskussion, ob man überhaupt auf Gasnetz setzt, auch in der Verteilung und Nutzung. Und wie ist Essling hier aufgestellt? Ist das eine Remanenz oder der Wasserstoffbeimengung auch künftig nutzbar? Also mein stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender ist der Vorsitzende von Netze BW. Und die NBW hat insgesamt beschlossen, die drei Kraftwerkstandorte in der Region Stuttgart auf Wasserstoff umzurüsten. Und von daher ist das Thema Fernwärme und natürlich auch Werthaltigkeit der Netze damit ganz zentral verbunden. Die spannende Frage ist, ob dieses Projekt fliegt, dass dann anschließend auch wirklich die Kraftwerke umgestellt werden, dass es technologisch alles möglich ist. Ja, aber ich habe es ja vorher beschrieben, aber da gibt es unterschiedliche Einschätzungen von großen Betreibern aktuell. Brauchen wir zweite Zusatzinfrastruktur? Brauchen wir das für die Großübertragungsnetze oder auch für die Verteilungsnetze in den Städten? Kann ich Ihnen aktuell nicht beantworten. Das macht es für uns Politikerinnen und Politiker ja auch so schwer, in der aktuellen Situation da Sicherheit zu bringen. Ich gehe davon aus, dass die NBW jetzt halt im ersten Schritt die 500 Millionen investiert zur Umrüstung auf Gas. Nach einer längeren Laufzeit mit Kohle, wie ich es beschrieben habe, deswegen dieses 80.000 Tonnen Steinkohlelager. Und erst danach der Umstieg auf Gas führt schon zu einer deutlichen Reduzierung der CO2-Emissionen. Und dann in den 30er Jahren, deshalb halten Sie sich offen, die Umstellung auf Wasserstoff. Und damit wollen wir natürlich auch das Thema Fernwärme aktiv nutzen. Und ich habe es beschrieben, nicht bloß für die Altstadt, für die Tallagen auf alle Fälle. Wir prüfen auch, was in unseren Stadtteilen möglich ist. So, jetzt wechseln wir mal ein bisschen in das Chat. Die erste Frage, die wir hier sehen, ist: Mit dem Erneuerbaren Energiegesetz, das im Jahr 2000 in Kraft getreten ist, wurde die Energiewende in Deutschland sozusagen offiziell. Woran liegt es Ihrer Meinung nach, dass in diesen 23 Jahren die Kommunen, nicht nur die Kommunen, auch das Land, gegenüber ihren Bürgerinnen und Bürgern keine Vorbildfunktion eingenommen hat, weil die Gebäude und Anlagen eben nicht vorbildlich durchsaniert wurden? Ja, berechtigte Frage. Wir haben einen Sanierungsstau, sowohl was das Thema Nutzungsqualität angeht, als auch was das Thema energetische Sanierung angeht. Und zum Schluss ist Politik immer ein Abwägen. Und seit der Mitte der 2000er Jahre hat man sich wahnsinnig engagiert für das Thema Kinderbetreuung. Die Ausgaben haben sich vervielfacht für die Städte und Gemeinden. Das war eine riesengroße Herausforderung. Man hat ganz viel investiert in das Thema Ganztagsschulausbau, alle Städte in Deutschland, zusätzliches Personal angestellt, neue Gebäude erstellt, neue Gebäude übrigens in der Regel, aber mit einem hohen energetischen Anspruch. Das kann ich, glaube ich, für alle Kolleginnen und Kollegen auch formulieren und dabei vielleicht Sanierungsmaßnahmen im Bestand vernachlässigt. Das gilt aber für die ganze Bundesrepublik Deutschland. Wir haben komplett marode Schieneninfrastruktur, marode Schienennetz, marode Brücken, marode öffentliche Gebäude. Und haben uns in der Bundesrepublik entschieden, aus meiner Sicht falsch, viel für konsumtive Ausgaben auszugeben und zu wenig für Bildungsausgaben, das sind nämlich auch investive Ausgaben und für klassische Infrastrukturausgaben. Und das gilt für alle Themenbereiche. Das versuche ich auch in dieser Stadt zum Thema zu machen, indem wir uns auf Kernthemen konzentrieren und damit mehr freie Mittel haben für Infrastruktur und damit auch zum Thema Klimawandelanpassung und neue Energien und Abbau des Sanierungsstaus unseren Beitrag leisten können. Das heißt aber, auch manche sozialpolitische Leistungen nicht mehr in dem Umfang machen, wie man sie bisher hat. Und da haben wir jetzt schon beim ersten Sparpaket Diskussionen, beim zweiten Sparpaket, wenn wir auch beim dritten Sparpaket Diskussionen haben, aber das ist die Grundvoraussetzung, dass wir in solche Zukunftsthemen überhaupt investieren können. Vielen Dank. Eine zweite, weitere Frage ist, glaube ich, relativ leicht für Sie zu beantworten. Die Pyrolyse, das erwähnt Sie in Ihrem Vortrag, soll nur bei Energieüberschuss laufen. Bedeutet es, dass die Anlage dann längere Zeit still liegt? Ja, einfaches Ja. Ja. Gut, dann die dritte Frage. Jetzt sehe ich sie leider nicht mehr. Dann greifen wir einfach rasch nochmal hier ins Auditorium. Gibt es hier noch Wortmeldungen? Herr Gündner. Danke. Ich mag jetzt gerade die Medien nicht so sehr, aber natürlich muss man die Ängste der
ärmeren Bevölkerungsteile ernst nehmen, die irgendwie Heizung erneuern müssen. In den 80er Jahren gab es mal in Rottweil einen sehr agilen Stadtwerkechef. Die haben gelitten unter massiver Luftverschmutzung durch Kohleöfen. Und dann haben die Stadtwerke den Leuten Gastanks und Gasheizungen in die Häuser gestellt. In großer Zahl, einheitlich, zu relativ geringen Kosten und ihnen dann die Wärme verkauft. Ist an sowas gedacht in einer Stadt wie Esslingen? Also nicht in der Form, aber selbstverständlich denken wir intensiv darüber nach, das Thema Nah- und Fernwärme auszubauen. Aber das können wir noch machen, die werden auch 40 Jahre abgeschrieben, diese Netze, wenn wir auch die Sicherheit haben, dass wir anschließend ausreichend Abnehmerinnen und Abnehmer haben. Und da sehen Sie schon, dass es gerade aktuell ganz schwierig ist. Politisch hörst du ja nur Wärmepumpe, Wärmepumpe, Wärmepumpe. Wenn jetzt in ganzen Straßenzügen sich die Menschen entscheidet, Wärmepumpe einzubauen, auch Vermieter von kleineren Mehrfamilienhäusern jetzt im Vorgriff ihren Beitrag leisten, wird es für uns ganz arg schwer, das Thema Wärme auszubauen. Ich kann mir aktuell nicht vorstellen, dass mir eine konkrete Subvention von Seiten der Stadtwerke vornehmen zum Thema Heizungserneuerung. Weil auch da ist der Druck wahnsinnig groß. Wir müssen aus unseren Stadtwerken ganz vielfältige Themen finanzieren und Gewinne sind stabil bzw. auch leicht sinkend. Es ist ja jetzt nicht so, dass wir gerade im Energiemarkt unterwegs sind, wo man mit steigenden Gewinnen unterwegs sein kann. Und von daher sind die Anforderungen immer ganz groß, aber die finanzielle Möglichkeit ist sehr gering. Und von daher, wenn wir uns im Kleinen uns engagieren, immer wieder Projekte anstoßen, ja, aber nicht dauerhaft sicherlich einen Beitrag dazu leisten können, dass neben den ganzen Förderprogrammen des Bundes und des Landes auch noch kommunales Förderprogramm auf den Weg gebracht wird. Ich weiß, dass manche Kommunen machen. Da ist es allerdings schon auch so, dass manche Kommunen ja gar nicht wissen, wohin sie mit ihrem viel Geld sollen. Also, da kannst du natürlich großzügig bei allen Förderprogrammen auch noch zusätzlich unterstützend sein. Das ist bei uns nicht der Fall. Wir streichen aktuell kommunale Leistungen. Und von daher ist immer die Frage, wenn du auf der einen Seite mehr ausgibst, musst du auf der anderen Seite noch mehr sparen. Bürgerinnen und Bürger Dinge wegnehmen. Das ist ja die Herausforderung gerade, die der Gemeinderat immer wieder abzuwägen hat. Und die auch der Aufsichtsrat abzuwägen hat. Wir sind auch kein 100% kommunales Stadtwerk, sondern 50% ENBW, 50% Stadt Esslingen. So 100% kommunales Unternehmen kann auch nochmal andere Renditeerwartungen formulieren, als es gemischt wirtschaftliches Unternehmen machen kann, wo vollkommen nachvollziehbar die ENBW mit ihrer 45 Stadtwerkebeteiligung auch einheitliche Renditeerwartungen an ihre Stadtwerke hat. Vielen Dank. Ich greife jetzt nochmal eine Frage auf aus dem Chat. Sie haben vorher ja auch aufgezeigt, die Vielfalt der Möglichkeiten, die sich bieten. Ein Zuhörer oder Zuhörerin fragt nach der Priorisierung, welche Schätzung Sie abgeben in Richtung der monetären Bindung, um diese Ressourcen zu aktivieren. Wir haben die Zahlen noch nicht. Das ist eine Blackbox in unserer Stadt. Wir wissen nicht, wie hoch der Sanierungsstau ist. Da sind wir gerade dran, das zu erarbeiten, den Gemeinderat darzustellen. Dann müssen wir mit dem Gemeinderat uns auf ein Programm verständigen bis 2040, wie wir diesen Sanierungsstau abbauen. Und wenn der Gemeinderat sagt, es soll jetzt auch beschleunigt werden, müssen andere Dinge nach hinten priorisiert werden. Zum Schluss muss unser Haushalt ausgeglichen sein. Und ob wir insgesamt stabile Steuereinnahmen in den kommenden Jahren haben, wissen wir ja auch noch nicht. Also ich bin da immer dafür, dass man ehrlich miteinander umgeht. Mehr Investitionen in Verkehrswende, mehr Investitionen in energetische Sanierung unserer städtischen Gebäude heißt auf der anderen Seite ganz straffe Sparmaßnahmen in anderen Bereichen unserer Stadt. Eine weitere Frage lautet, bieten sich die städtischen Gebäudedächer an, um Photovoltaikanlagen zu installieren? Da spreche ich auch mit als Betroffener, hier als Sprecher der Hochschule. Wie stehen Sie dazu? Selbstverständlich, und auch da machen wir gerade einen Solarkataster, weil auch dieses dann vorstelle, das werden wir sicherlich ganz schnell dann umsetzen. Das ist so eine Pflichtaufgabe, die wir wirklich mittelfristig auch erledigen wollen. Auch da will ich jetzt unsere Esslinger Wohnungsbaugesellschaft ein großes Kompliment machen. Die ist mit Abstand der größte Betreiber von Photovoltaik in unserer Stadt. Die haben sich da schon ganz früh auf den Weg gemacht und haben gezeigt, dass es der eine Seite ein gutes Unternehmensziel ist und dass man preiswerten Wohnraum zur Verfügung stellt, dass man insgesamt neue Wohnungen schafft und dass man auch parallel dazu regenerative Energieerzeugung auf den Weg bringen kann. Ich glaube, dass Stadtwerke dort unterstützen können, dass man lernen kann von der Esslinger Wohnbau, auch von anderen Partnern in unserer
Stadt. Und ich hoffe, dass das Land auf den, sich auf den Weg macht. Und dann haben wir noch das große Thema der Gesamtanlage, das, was ich vorher formuliert habe. Viele unserer städtischen Gebäude sind halt in der historischen Altstadt und da gibt es viele Einschränkungen. Ich kann mir jetzt ehrlicherweise aktuell nicht vorstellen, dass man auf dem neuen Rathaus oder auf dem alten Rathaus Photovoltaik hat. Und selbst von unserem Behördezentrum wird es schwer, weil das ist auch jetzt seit letztem Herbst Kulturdenkmal. Zum 50-jährigen Jubiläum des Tages des offenen Denkmals hat das Land uns dieses geschenkt. Von daher mit ganz besonderen Anforderungen, und zwar Kulturdenkmal wegen der besonderen Eigenschaften in Bezug auf die Dachlandschaft. Weil das so besonders eingeordnet ist in diese historische Altstadt. Und wenn dieses die Denkmaleigenschaft ist, dann kann man auf das Behördenzentrum anschließend keine Photovoltaik machen. Das widerspricht sich. Und von daher ist das Thema Denkmalschutz und Photovoltaik in jedem Einzelfall nach Nordseite, nach Südseite, nach Sichtseite, je nachdem, nach Blickwinkel unterschiedlich zu betrachten. Gar nicht so leicht. Im Chat kommt ein Kommentar, der sehr positiv ist über die Range Extension der Omnibusse hier in der Stadt Esslingen. Nicht ohne Stolz darf ich berichten, dass die Hochschule Esslingen an dieser Sache ja konzeptionell beteiligt war und auch daran weiterarbeiten möchte. Die Fragestellung geht aber in eine andere Richtung. Wie schaut es mit dem Fuhrpark der Stadt Esslingen darüber hinaus aus? Der restliche Fuhrpark der Stadt Esslingen sind ja die Fahrzeuge in Orange, das sind Sonderfahrzeuge. Und da, wo man diese umstellen kann, stellen wir sie um. Aber das sind jetzt noch wirklich viele Spezialfahrzeuge. Da haben wir noch viele Fahrzeuge in Rot, das sind unsere Feuerwehrfahrzeuge. Die haben eine Lebensdauer von 20 bis 25 Jahren. Da reden wir von 500.000 bis 1 Million in West. Es gibt übrigens auch noch gar keinen Markt dafür, für Elektrofahrzeuge im Bereich der Feuerwehr und für unsere Unimox und Laster und Traktoren, viele Dinge, die wir im Einsatz haben, Sonderfahrzeuge in unserer Stadt, ist das sicherlich ein Thema der 30er Jahre. Gespannt, was da das Thema Wasserstoff auch möglich dann machen wird. Im Bereich der Kleinfahrzeuge machen wir das jetzt schon ganz vielfältig. Und ansonsten haben wir wirklich ganz wenige Dienstwagen in unserer Stadt und die fahren elektrisch in der Regel als kleine Elektrofahrzeuge. So, wir haben so langsam die Ziellinie erreicht zeitlich und zum Abrunden der Diskussionsrunde würde ich noch eine Frage zulassen aus dem Auditorium hier im Senatssaal. Bitte schön. Ein großer finanzieller Batzen ist ja die Sanierung der Brücken in Esslingen, also eigentlich fast der größte. Und gleichzeitig auch ein großer Potenzialträger, was die Stellhebel für klimafreundliche oder Umstellung auf klimafreundliche Mobilität angeht. Bei der Hans-Martin-Schleyer-Brücke ist das leider nicht gelungen. Da haben wir jetzt keine durchgängige Fuß- und Radverbindung. Ist vorgesehen, für die anderen Brücken diesen Stellhebel rechtzeitig zu stellen, also zum Beispiel Adenauer-Brücke. Also bei der Adenauerbrücke waren wir ja auch schon in der Öffentlichkeit. Wir haben ja jetzt Sofortmaßnahmen, dass es eben nicht zur Brückensperrung kommt, wie das in manchen Teilen von Deutschland so ist. In Cannstatt sind aktuell 2 oder 3 Brücken gesperrt, ich weiß gerade gar nicht. Investieren wir einige Millionen und dann werden wir den Gemeinderat in 2 bis 3 Jahren unterschiedliche Möglichkeiten vorstellen, weil das auch mit städtebaulichen Chancen verbunden ist. Und das eine ist das Thema Sanieren der bisherigen Brücke, das zweite ist Bau eine komplett neue, mit ganz neuen städtebaulichen Möglichkeiten. Da ist aber noch gar keine Vorentscheidung gefallen. Und davon wird es natürlich als erstes abhängen, ob man die Brücke dann anschließend kürzer macht, ein neues Stadtquartier damit ermöglicht, die ganze Brücke neu denkt oder ob man im Bestand saniert. Und der Abstand, die aufwendigste Maßnahme, die wird in den 30er Jahren erst erfolgen, ist es zu früh, heute eine Aussage zu treffen, aber ich bin ganz bei Ihnen. Selbstverständlich muss das Thema Fußgänger und Radfahrer mitdenken. Aber aktuell sanieren wir nur den Bestand. Wir sichern die Brücke. Die Funktionalität, dass wir sie nicht ad hoc sperren müssen. Was dann zu einem jahrelangen, weil das ist schwer, man bemerkt es ja in den großen Brücken, die Leverkusen oder Lüdenscheid dann von einem Tag auf den anderen gesperrt werden müssen, was das dann für eine Region ausmacht. Und von daher ist das eine Sofortmaßnahme ohne Verbesserung für Fußgänger und Radfahrer. Ja, meine Damen und Herren, lieber Herr Klopfer, Ihnen zunächst einmal ganz, ganz herzlichen Dank auch dafür, dass Sie sich jetzt noch den Fragen gestellt haben. Wenn ich grob zusammenfassen darf, höre ich raus, Sie haben natürlich auch die Ökonomie in den Augen. Klimaschutz, Wärmewende, Klimawende wird Geld kosten.
Das haben wir ganz deutlich herausgehört und das wird natürlich auch nur funktionieren, wenn wir investieren können, wenn die Wirtschaft funktioniert. Das haben Sie auch sehr deutlich unterstrichen. Und das Problem hat viele Ecken, an denen wir anpacken können, wollen und müssen. Wir als Hochschule stehen der Kommune sehr gerne zur Verfügung als Ratgeber und Partner. Wir haben viele gemeinsame Aufgaben zu bewältigen, zum Beispiel auch den Verkehrsweg zwischen Stadtmitte und Weststadt. Da werden wir uns bei Zeiten drüber unterhalten. Wir haben da eine sehr innovative Vorstellung, die wir Ihnen dann unterbreiten wollen. Aber für heute danke ich jetzt erstmal dem Auditorium für den Besuch hier, Ihnen, Herr Klopfer, für den Vortrag und für die Diskussion. Ich glaube, wir beide wissen, was wir aneinander haben, deshalb sind die Geschenke relativ klein, aber süß. Ja, nochmal vielen herzlichen Dank und vielen Dank für Ihr Kommen mit Logo der Hochschule. Ja. Also nochmal vielen Dank fürs Vorbeikommen. Ich denke, ja. Mir bleibt jetzt nicht mehr viel für den Abspann. Ich möchte auf die nächste Veranstaltung hinweisen, die bereits am 20. Juni hier stattfinden wird. Wir haben eingeladen den Herrn Andreas Huber. Er ist Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft des Club of Rome. Und er wird vortragen mit dem Titel »Die Welt jetzt neu denken. Wird die Zukunft mehr als Konsum?« Wir würden uns natürlich sehr, sehr freuen, wenn Sie der Einladung zahlreich Folge leisten würden. Mir bleibt Ihnen jetzt einfach nur einen schönen frühsommerlichen Abend zu wünschen und bedanke mich nochmal ganz herzlich für Ihr Kommen und auch für das virtuelle Dabeisein. Ich wünsche einen schönen Abend. Vielen Dank. Applaus